Seid gegrüßt, Sternenberger. Hier ist wieder das Star Citizen Youth Radio, euer Hyperraumsender für den deutschsprachigen Teil dieser Galaxie. Wir wollen euch auch heute wieder mit News, Fakten und Fiktion rund um Star Citizen und Squadron 42 versorgen. Wieder mit an Bord ist unsere bezaubernde Mera Luna. Vielen Dank und hallo Stardust. Und seid gegrüßt, Sternenbürger. Vielen Dank für euer Interesse an unserer letzten Folge in Form von Mails und vielen Klicks auf unserem YouTube-Channel. Ihr seid wirklich eine absolut super Community. Unser besonderer Dank geht heute an die Seiten www.star-citizen.eu und www.talinanna.de. Vielen Dank fürs Verlinken. Danke auch an www.starcitizen-hq.de für Übersetzungen und Beiträge. Wenn uns noch jemand verlinken möchte, würden wir uns sehr darüber freuen. Natürlich werdet ihr auch bei uns erwähnt. Wir wollen euch auch heute auf unsere Facebook-Präsenz hinweisen. Hier findet ihr täglich aktuelle News zu Star Citizen und Squadron 42. Auch wollen wir euch dort gelegentlich Inhalte bereitstellen, die es aus Platzgründen leider nicht in die Show geschafft haben. Gebt einfach Star Citizen News Radio ein und ihr findet uns. Sternenbürger, aufgepasst! Wir suchen noch jemanden, der viel im RSI-Forum unterwegs ist und Lust hat, bei uns mitzumachen. Gute Englischkenntnisse sind natürlich Voraussetzung. Außerdem suchen wir noch Leute zum Übersetzen von RSI-News ins Deutsche. Wenn du dich angesprochen fühlst, schick doch uns einfach eine Mail an scnr@web.de. Weiter geht es nun gleich mit einer Premiere. Heute freuen wir uns sehr darauf, die erste Fanfiction im Star Citizen News Radio zu bringen. Damit ihr wisst, wer hinter der Story steckt, kommt nun ein kurzer Steckbrief. Mein Name ist Gooks. Im wirklichen Leben heiße ich René. Geboren, aufgewachsen und lebe in meiner Heimatstadt Essen in Nordrhein-Westfalen. Ich bin Papa von einem 3-jährigen Sohn und glücklich verheiratet. Im Moment schreibe ich leider nicht so viel, wie ich gerne möchte, arbeite aber zurzeit an meinem ersten Roman. Es geht wahrscheinlich um Gott und 3 junge Holländer, die einige überraschende Dinge über das Universum herausfinden. In Star Citizen werde ich Unternehmer und Gauner sein. Das werde ich unter der Firma Space Herbs Instellar Exports oder auch Shit Corp tun. Werde mich mit Transportdienstleistungen von allerlei Kräutern und Fröhlichkeitsmittelchen beschäftigen. Aktuell bin ich ein Clanmitglied der Exchange Corp Rote Sonne, einer kleinen Gruppe von meist Gesetzlosen. Auf meiner HB unter www.gooks.de findet ihr noch mehr Sachen von mir. Wenn euch meine Geschichten gefallen und ihr Lust dazu habt, könnt ihr mir rechts oben auf meiner HB über PayPal eine kleine Spende zukommen lassen. Jetzt geht's los mit Hungrig im Weltraum, Episode 1 und 2. Wir wünschen euch viel Spaß damit. Es ist still und kalt. Die Fernlichter stecken wie Glassplitter in einem immer schwarzen Vorhang aus nichts. Ein gewaltiger Berg aus Fels, Eis und Geröll rotiert geräuschlos um seine eigene Achse. Der Asteroid zeigt dabei seine Kanten und Krater, die durch die schweren Schatten der weit entfernten Sonne des Tyrolsystems freskenartige Gebilde zeichnen. Schroffe und karge Erhebungen. Eine Einöde aus Dreck. Gemessen an seiner Geschichte steht erst seit einem Wimpernschlag dort dieses symmetrische Gebilde. Eine Automatikhalle. Standardisierte Verladeroboter surren auf ihrem Schienensystem, während sich das Schleusensystem hebt und weißes Gas in die Unendlichkeit entweicht, bis die Druckschleuse wieder komplett versiegelt ist. Ein Raumschiff ohne Kennung startet. Derweil, ich befand mich in meinem Büro auf Kellogg. Es war gerade neu renoviert worden, alles im Stil der 1920er Jahre der Erde. Die Luft roch nach Farbe und dem Leder meiner neuen Couchgarnitur. Der Hydrosuspenser war mit meinem Kaffee soeben fertig geworden, da meldete sich mein Intercom. Ich erhielt einen Anruf von Big K, einem Typen, mit dem ich mal ins Geschäft gekommen war. Keine großen Sachen, aber wir sind uns wohl für ein paar Deals sympathisch genug gewesen. Und so schusterten wir uns hier und da das ein oder andere Geschäft zu. Hör mal, Gooks, hier ist Big K.
Ich komme direkt zur Sache. Du hast doch mal mit so zwei Typen zusammengearbeitet. Der eine ist Talbo oder so ähnlich. Richtig? Ja, Talbi heißt er. Was ist mit ihm? Stimmt was nicht? Fragte ich und war schon drauf und dran aufzulegen. Solche Gespräche hielt ich normalerweise nicht über die Kommleitung. Oh, vielleicht interessiert es dich, dass die UEE eine seiner Maschinen mit einem Peilsender verwanzt hat. Das habe ich zufällig aufgeschnappt, sagte er gerade heraus. Könnte sein, dass die es auf ihn abgesehen haben. Aber das hast du nicht von mir. Bekay, das versteht sich von selbst. Hey, du hast einen Gut bei mir. Ich legte auf. Ganz umsonst hatte ich mir wohl eben das Essen heiß gemacht. Mein Kaffee dampfte auch noch munter, als ich die Tür hinter mir schloss und ich den Lift zu Landedeck 2 nahm. Mother Bitch Glur schepperte durch die verbrauchten Lautsprecher. Meine Güte, wenn sie wenigstens zu dieser Ohrenpenetration ein paar Rasierklingen reichen würden. Dann könnte man sich zumindest das Leben nehmen, wenn man in so einem Aufzug stecken bleibt. Der diensthabende Entertainment Manager der Docking Bay musste wirklich schlimme Probleme haben. Ich erreichte meinen Freelancer, ging durch zum Cockpit und startete die Triebwerke. Mein Comlink wählte nach Talbis Rufkennung, während ich den Sprachcodierer zuschaltete. Niemand nahm das Gespräch entgegen, also versuchte ich iFlow zu erreichen, ebenfalls ergebnislos. Wahrscheinlich waren sie gemeinsam unterwegs, um die gekaperte Ware abzuholen und ihrem Auftraggeber zu bringen. Sollte die UEE das Versteck finden, wäre Talbi geliefert. Da bekäme er sein Schiff nirgendwo mehr angedockt. Scheiße! Ich erhielt Starterlaubnis, verließ das Raumdock und programmierte meinen Navigationscomputer Richtung Tyrol. Mein Magen knurrte. Ich steuerte die verborgene Sprungroute nach Charon an und musste mich beeilen. Die Fluktuation für den Übergang würde sich in etwa einer Stunde schließen und es würde weitere 4 Stunden brauchen, bis sie sich wieder öffnet. Auf den regulären Routen nach Tyrol wäre ich wohl vielfach so lange unterwegs, je nachdem, wie oft mich die örtlichen Zollposten rauswinken würden. Und ungefährlich ist der große Umweg durch den Normalraum auch nicht. So beschleunigte also die Tendo Ruptura sanft in Richtung Zielkoordinaten. Mein Schiff hatte ich nach meiner ersten schweren Verletzung benannt, welche ich mir beim Verladen von Schwarzgebranntem zuzog. Das war sozusagen mein erstes Lehrgeld, welches ich in meinem illegalen Beruf zahlte. Zugegeben, es hatte nichts Heroisches an sich, aber es zauberte mir immer wieder ein Schmunzeln auf das Gesicht, wenn ich die Lady und ihren Schriftzug so von der Seite betrachtete. Das Tuning der Antimaterietriebwerke machte sich wirklich bezahlt. Die Signatur hatte sich deutlich reduziert und aus dem Antriebssystem war dieses nervtötende, hochfrequente Pfeifen endlich verschwunden. Ich vermisste es nicht. Erneut wählte ich meine Kontakte über den Intercom an, doch niemand wollte oder konnte mich empfangen. Ich legte gerade auf, da rief mich jemand an und mein Schiffscomputer gab ein eingehender Anruf von sich. Ohne auf das Display zu achten, nahm ich den Anruf an. Ja, Mann, ey, ich versuch dich schon seit 3 Stunden zu erreichen. Und dann blickte ich auf die Anzeige, wer mich da angerufen hatte. Der verehrte Herr McGovern Terox, oder sollte ich Gooks sagen? Na, was machen Sie denn hier draußen? Ist ganz schön kalt heute im All, oder? Die aalglatte Stimme von Murdoch Pulko drang durch die Lautsprecher. Sein Rufname war Seven Eyes. Ich suchte sofort auf dem Umgebungsscanner nach seinem Schiff. Da war es, eine Cutlass. Nur 2 Lichtsekunden entfernt auf parallelem Kurs. Oh, scheiße, nicht jetzt, dachte ich und ballte eine Faust. Gooks, Sie wissen, worum es geht. Ich warte immer noch auf die Zahlung für Ihr Büro. So eine schicke und kostspielige Unterkunft im Kellogg-System ist nun mal nicht nur mit Geld zu erwerben. Da braucht man Beziehungen. Und ich hoffe, Sie haben nicht vergessen, wer Ihnen dazu verholfen hat. Seine eben noch suffisante Stimme verhärtete sich. Denken Sie an unsere Abmachung. Am besten wäre es, wenn Sie mir jetzt zur Station zurückfolgen und mir die Summe in Edelmetall auszahlen. Er machte eine Pause und säuselte den folgenden Satz so sinnlich erregt, dass man ahnen konnte, wie er dabei den Rauch einer Smoke-E ausatmete. Ich brauche Ihnen doch nicht zu erzählen, was ich mit zahlungsunfähigen Schuldnern anzustellen vermag, oder? Ich kannte die Geschichten, und ich wusste, dass zumindest eine davon der Wahrheit entsprach. Das reichte auch. Er war ein gefürchteter Pilot, und er war ein Sadist.
Das ist eine Kombination, die noch niemanden zum Mitarbeiter des Monats hat werden lassen. Hören Sie, Seven Eyes, ich habe doch gesagt, dass ich zahle. Sie können sich darauf verlassen. Ich habe doch noch 2 Tage Zeit. Ich bin bald zurück. Und dann bekommen Sie, was Ihnen zusteht. Ich dachte an Talby und ob er das jetzt wert sei. Ich verschob es, die Antwort auf diese Frage für mich zu beantworten. Na, 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 so hurtig, wie Sie von der Station aufgebrochen sind. Meine Quellen berichteten, Sie seien über das Deck gespurtet. Da wollte ich nur mal nachsehen, was bei Ihnen denn eilig ist. Und ich war sowieso gerade in der Gegend. Ihr Kurs, der führt nicht zufällig zu diesem ominösen Sprungpunkt, von dem momentan alle sprechen. Sie müssen verstehen, das sieht ein wenig so aus, als hätten Sie nicht vor, zurückzukommen und mich zu bezahlen. Ich muss meine Investitionen schützen und habe einen Ruf zu verlieren. Eine unangenehme Situation. Er wusste offenbar von dem Sprungpunkt oder zumindest hatte er davon gehört. Nur gut, dass die relativistischen Effekte keine genaue Koordinatenmessung bei unserer aktuellen Geschwindigkeit zuließen und ich zur Sicherheit einen Punkt neben dem Wurmloch ansteuerte. Eigentlich hoffte ich, wir könnten das noch recht unbekannte Wurmloch nach Charon nutzen, um richtig dicke Kohle zu scheffeln. Außer der Exchange Corp wusste zurzeit nur eine Handvoll weiterer Leute darüber Bescheid. Und nun auch dieser miese Hai namens Murdoch Pulko. Vielleicht konnte ich das zu meinem Vorteil nutzen. Ja, Sie haben recht. Es gibt diesen Sprungpunkt und dort will ich hin. Haben Sie ein Problem damit? Fragte ich fordernd. Ich habe es sehr eilig und ich möchte Ihnen ein Geschäft vorschlagen, das Sie nicht ablehnen können. Ich höre, sagte Seven Eyes, ohne auch nur eine einzige Sekunde abzuwarten. Ich hatte ihn jetzt schon am Haken. Meine Gruppe und ich, wir wären bereit, die Anflugvektoren auf das Wurmloch zu verkaufen. Und außerdem gibt es da noch eine Besonderheit, die Sie wissen müssen, wenn Sie da durch wollen. Ich bin Geschäftsmann. Reden Sie weiter, sagte er nun in einem Ton, den ich als Vertreterton einordnen würde. So sprach er auch, als er mir anbot, auf einer der freien Raumstationen im Kellogg-System ein Büro mieten zu können. Da ahnte ich noch nicht, was für eine miese Type dieser Kerl war. Noch mieser als ich. There's always a bigger fish. Naja. Ich gebe Ihnen die Daten und wir sind mit dem Büro quitt. Außerdem zahlen Sie für die Nutzung eine Gebühr an die Exchange Corp für jedes transferierende Schiff, das Ihnen zugeordnet werden kann. Das heißt, wenn Sie Ihr Maul nicht halten können und noch mehr Leute anlocken, zahlen Sie für die. Ich lehnte mich bewusst etwas zu weit aus dem Fenster meiner wirklichen Möglichkeiten. Mein Countermeasure-System zeigte mir mit einem Blinken an, was mein Bordcomputer jetzt auch über die Lautsprecher ausgab. Zielaufschaltung durch fremdes Schiff erfolgt in geschätzt 12 Sekunden. Also, mein lieber Freund, das mit der Exchange Corp kann ich verstehen. Aber was soll denn dieser ruppige Ton? Wir wollen doch ins Geschäft kommen, oder? Also wenn ich irgendwem davon erzählen sollte, das können wir gerne so festhalten. Dann zahle ich für die Passagen. Aber ich persönlich werde sicherlich für meine Flüge nichts an Ihre Korb abdrücken. Und das gilt sowieso nur so lange, wie die UEE nicht davon erfährt. Das heißt, maximal ein paar Monate, dann ist das sowieso vorbei. Er hörte sich wieder an wie ein ganz normaler Mann, der mich für eine bessere Verhandlungsposition aufschaltete, um gegebenenfalls mit irgendetwas auf mich schießen zu können. Was sollte ich schon tun? Also gut, aber die Sache mit dem Büro geht dann auch glatt, richtig? Das ist damit beglichen und wir sind uns einig. Es vergingen einige Sekunden ohne Reaktion. 30 Sekunden, 40, eine Minute. Zielaufschaltung durch fremdes Schiff abgebrochen, gab mir mein Schiff zu verstehen. Deal. Übermitteln Sie mir die Daten. Seven Eyes grinste, das konnte man hören. Ich tippte auf der Konsole und bestätigte nach kurzem Zögern mit Senden. Er erhielt die Angaben zur Position, zum Eintrittswinkel sowie die Zeiten der Fluktuation des Wurmloches. Er folgte mir immer noch auf dem Kurs und legte den ganzen restlichen Weg mit mir zurück. Ich reduzierte die Geschwindigkeit und kam mit Seven Eyes Cutlass fast gleichzeitig am Zielort zum Stehen. Er flog dieses Monster von Raumschiff. Es konnte einem wirklich Angst einjagen. Ich versuchte, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Dieses eigentlich unsichtbare Gebilde aus gekrümmtem Raum ließ die Sterne im Hintergrund wie auf einer Seifenblase hin und her wabern. Als ich die Eintrittsprozedur aus dem Navigationsbuch wählte und einen Impuls auf den Antrieb auslöste, sah ich noch, wie Seven Eyes fast schwarze Cutlass seine Triebwerke zündete und eine harte Kurve flog,
um in die entgegengesetzte Richtung zu fliegen. Ich atmete durch, während das Gefühl einer elektrischen Aufladung meine Haare darauf deuten ließ, dass ich das Loch im Universum erfolgreich durchflogen hatte. Charon. Nur noch ein Sprung und ich war in Tirol. Das Intercom wählte auf meinen Tastendruck hin Talbis und Iflows Rufkennung. Wow, das war echt genial. Vielen Dank an Gooks für Hungrig im Weltraum. Nächste Woche gibt es mehr davon. Kommen wir nun zu UEE. Heute wollen wir euch Details zu den Streitkräften der UEE bringen. Die UEE-Armee. Wenn die Navy die Schutzengel sind, die Marines die Schwerter der Gerechtigkeit, dann ist die UEE-Armee der Mörtel, der die Zivilisation zusammenhält. Mit ihren ultra-mechanisierten Bodentruppen ist die Armee für alle militärischen Operationen auf Planeten verantwortlich. Außerdem hält die Armee ein wachsames Auge auf Welten, auf denen sich gerade primitives Leben entwickelt. Obwohl die Truppenstärke der UEE-Armee kleiner ist als die der Navy, ist sie die älteste Truppengattung und wurde im Jahre 2380 als Teil der Vereinten Nationen der Erde gegründet. Die primäre Aufgabe der Armee ist zu kämpfen und zu siegen. Dabei decken sie das ganze Spektrum militärischer Operationen ab. Außerdem sind sie dazu da, eroberte Gebiete zu besetzen und zu verteidigen. Während die Navy mit ihren mächtigen Trägern und Hotshot-Piloten ständig im Rampenlicht der Öffentlichkeit steht, gelangt es der UEE-Armee nur kurz ins öffentliche Bewusstsein zu gelangen. Das war im ersten Tevarin-Krieg, in dem viele Schlachten auf Planeten geschlagen wurden. Die wichtigste Schlacht war auf Idris IV. Sie war eine der größten Wendepunkte des Krieges, den man der brillanten Taktik eines jungen Offiziers namens Ivar Messer verdankte. Weiter geht es mit den UEE Marines. Die Schocktruppen der UEE sind immer die ersten in der Schlacht. Das Heulen ihrer Dropbots mit dem Spitznamen Nails, wenn sie durch die Atmosphäre stürzen, ist ein einzigartig und erschreckendes Geräusch. Kein Kampfgebiet ist heiß genug, um die kampferprobten Marines abzuschrecken. Die Marines wurden zunächst in der Kommandostruktur der UEE-Armee gebildet und bis zum Ende des Devarin-Krieges als eigenständige Division aufgestellt. Danach wurde offensichtlich, dass man eine Truppe für spezielle Operationen benötigt. Es wurden die besten Soldaten aus Armee und Navy ausgewählt und die Marines wurden nun eine eigenständige Truppe. Ihr primäres Einsatzgebiet ist die Invasion auf Planeten. Man könnte auch sagen, sie sind eine hochspezialisierte Kriegswaffe. Sie machen keine Geleitschutzmissionen und schieben auch keinen Wachdienst. Ihre einzige Aufgabe ist es, Ziele zu zerstören. Wenn sie nicht gebraucht werden, trainieren sie auf ihrer planetaren Basis auf Corin im Kilian-System für ihre nächsten Einsätze. Die Marines-Kandidaten werden aus einem Pool von Armee- und Marine-Rekruten ausgewählt. Die Auswahlkriterien sind unbekannt. Man weiß nur, dass sie sehr streng sind und man sich nicht bewerben kann. Die UEE-Navy ist die größte Teilstreitkraft des UEE-Militärs. Sie sind verantwortlich für den Transport von militärischen Gütern und der Sicherung der Grenzen. Außerdem führen sie Militärschläge in der ganzen UEE. Die Mitglieder der Navy sind in fast jedem System des Reiches eingesetzt. In den frühen Tagen der menschlichen Expansion in den Weltraum diente die Navy in erster Linie als Polizei und patrouillierte in den Systemen und half beim Retten havarierter Schiffe. Nach der Entdeckung der Banu erkannte die Regierung, dass die Navy in eine militärische Streitmacht umgewandelt werden musste. Die Navy begann rasch zu wachsen und wurde zu dem eindrucksvollen Zeichen militärischer Stärke der Menschheit. Aufgrund des nie endenden Stroms von Geschichten und Witz über mutige Piloten strömten die Rekruten zu den Rekrutierungsstellen, um sich freiwillig zu melden. Schon vor dem ersten Tevarin-Krieg hatte die Navy keinen Mangel an Piloten. Während der Messerdiktatur wuchs die Navy und der Rest des UEE-Militärs überdurchschnittlich schnell, um die Pläne des verrückten Diktators durchzuführen. Aufgeteilt ist die UEE-Navy in Geschwader, die auf einem Träger stationiert sind und die von einer schwankenden Anzahl von Hilfsschiffen begleitet werden.
Ein Admiral kommandiert den Trägerverband und der Wing Commander die verschiedenen Geschwader. Die Rekruten werden in den Akademien und Bootcamps im Schatten der riesigen Schiffswerften auf MacArthur im Killian-System ausgebildet. Die UEE Advocacy wurde im Jahr 2523 gegründet, als die Vereinten Nationen der Erde in Vereinte Planeten der Erde umbenannt wurden. Die Advocacy war ursprünglich als eine Intersystempolizei gedacht. Während der Messer-Diktatur spielte die Advocacy eine dunkle Rolle für den Diktator. Sie war die Geheimpolizei des Imperators und war für Spionage und Spionageabwehr zuständig. Viele ihrer Aktionen sind bis heute noch nicht aufgeklärt. Aber sie waren in viele politische Morde und Folterungen der Zivilbevölkerung verstrickt. Nach dem Tod des Imperators übernahm sie wieder ihre ursprüngliche Aufgabe als Intersystempolizei. Die Advocacy-Agenten sind unter Kriminellen sehr gefürchtet. Sie sind sehr gut ausgebildet. Ihre Ausbildung umfasst Ermittlungstaktiken genauso wie Nahkampfausbildung. Sie sind hervorragende Schützen und Piloten. Normalerweise arbeiten Advocacy-Agenten alleine. Wenn es aber um sehr wichtige und gefährliche Aufträge geht, sind sie auch gute Teamplayer. Ein Verbrecher kann einen Polizisten umbringen. Mit viel Glück vielleicht auch einen Agenten. Das war dann aber sein letzter Fehler. Denn die Advocacy-Agenten werden ihn jagen, bis sie ihn zur Strecke bringen. Es ist auch bekannt, dass die Advocacy gelegentlich gewisse Jobs offiziell an die Kopfgeldjägergilde weitergibt. Kommen wir nun zum wöchentlichen Interview. Das heutige Interview ist mit dem Technical Designer Dan Tracy. Er kommt direkt von Crytek und ist ein Profi im Umgang mit der CryEngine, die wir benutzen, um Star Citizen zu machen. Wie bist du in die Spieleindustrie gekommen? Ich kam über die Modding-Szene in die Spieleindustrie. Mein Bruder und ich haben MechWarrior Living Legends gemacht und das kam sehr gut an. Dort konnte ich allen zeigen, was ich mir selbst beigebracht habe und so landete ich in der Spieleindustrie. Und an welchen Projekten hast du bis jetzt gearbeitet? Ich habe an MechWarrior Living Legends, das war ein Total Conversion Mod für Crysis, Mass Effect, Crysis 2 und 3 und Rise gearbeitet. Und wie bist du ins Star Citizen Team gekommen? Ich habe bei einem Crytek-Firmentreffen das Promotion-Video zu Star Citizen gesehen und daraufhin alles Mögliche getan, um mit Chris Roberts in Verbindung zu treten, um mit an Bord zu kommen. Und auf was freust du dich am meisten in Star Citizen Squadron 42? Ich freue mich am meisten auf die große Galaxienkarte und die modularen Waffen, mit denen ich mein Schiff ausrüsten kann. Was spielst du denn im Moment? Zurzeit spiele ich Guild Wars 2, League of Legends, Fire Emblem, Radiant Dawn und Smash Brothers Brawl. Kommen wir nun zum Forumsfeedback aus Wingman's Hangar Episode 13. Wo sind die Schiffe der Spieler, wenn sie nicht online sind? Bleiben sie im Hangar oder sind sie irgendwo sichtbar für andere Spieler und können gestohlen werden? Wer sein Schiff im Hangar bergt, ist auf jeden Fall sicher. Wenn du dich einfach im Weltraum ausloggst, kann es schon passieren, dass dein Schiff gestohlen wird. Wie verläuft im Moment die Entwicklung von Star Citizen? Unsere Designer sind sehr motiviert, alle sind sehr beschäftigt und es geht in allen Bereichen sehr gut voran. Werden wir auch Nachbrenner für die Schubdüsen kaufen können oder gibt es sie nur für den Hauptantrieb? Für manche Schiffe wird es Nachbrenner für den Hauptantrieb geben. Ob es für die Schubdüsen Nachbrenner geben wird, können wir noch nicht sagen. Das ist eine Balancing-Sache, über die wir noch keine Aussage treffen können. Wird es auch noch andere Einzelspieler-Kampagnen außer Squadron 42 in Star Citizen geben? Nein, Squadron 42 ist nicht die einzige Einzelspieler-Kampagne. Es wird noch mehr davon in Star Citizen geben. Wird es für Spieler, die sich gerade in der Midlife-Crisis befinden, so eine Art von In-Game-Dating-Service in Star Citizen geben? Nein, einen In-Game-Dating-Service wird es nicht geben. Also Leute, wie seid ihr denn drauf? Manche eurer Fragen sind ganz schön schräg. Wenn ich NPCs für mein Multicrew-Schiff anheuere, ist das nur für einen Trip oder sind sie dann permanent bei mir? Muss ich sie nur einmal bezahlen oder jeden Trip? Und was passiert, wenn ein NPC im Kampf getötet wird? Jeder NPC, den man für sein Schiff anheuern kann, schließt einen Vertrag mit dem Spieler ab.
In diesem Vertrag wird die Dauer der Beschäftigung und die Höhe der Bezahlung sowie dessen Auszahlungszeitpunkt festgelegt. Natürlich gilt auch für diese NPCs der Burma Death. Als ich meinen Wagen zu Schrott fuhr, habe ich gelernt, dass Versicherungen scheinbar dem Satanskult angehören. Ich meine damit, sie haben nichts gezahlt. Kann mir das auch in Star Citizen passieren? Aber sicher kann dir das auch in Star Citizen passieren. Die Versicherungen werden sich genau wie die heutigen Versicherungen verhalten. Wie wird die Kommunikation im Spiel funktionieren? Wenn ich jemanden anschreibe, wird dann bei ihm mein persönlicher Avatar auftauchen? Oder funktioniert das mehr wie ein allgemeiner Chat? Es wird ungefähr so wie in Wing Commander und Privateer funktionieren. Du kannst jemanden direkt anschreiben und ihm Befehle erteilen oder Fragen und so weiter stellen. In der Cutlass-Beschreibung steht etwas von einem Pocket Destroyer. Ist das ein großes Piratenschiff oder eine eigene Klasse? Der Pocket Zerstörer ist nur eine kleinere Version eines Zerstörers. Da steckt kein Geheimnis dahinter. Es ist einfach nur ein militärischer Schiffstyp. Wird es in Star Citizen möglich sein, durch Tricks hinter die feindlichen Linien zu kommen? Zum Beispiel, indem ich mein Radar deaktiviere oder ich Tarnvorrichtungen benutze? Klar, es wird in Star Citizen viele Möglichkeiten geben. Praktisch wie in einem richtigen Krieg. Du kannst dich zum Beispiel hinter die feindlichen Linien schleichen und dort irgendwelche Aktionen ausführen. Zum Wochenabschluss gibt es noch eine Konzeptzeichnung von Moskau. Der Sitz der UEE ist, wie man auch erwarten kann, die Erde. Für unsere Designer ist es eine andere Art von Herausforderung, Bilder von der Erde der Zukunft zu zeichnen. Es ist eine Sache, futuristische Landschaften wie Spider oder Terra zu machen, aber eine ganz andere und bekannte Orte ins 30. Jahrhundert zu versetzen. Um die Welt von morgen zu zeigen, hat sich unser Entwicklerteam mehrere Städte ausgesucht und versucht sich vorzustellen, wie sie in der Zukunft aussehen werden. Es sind die Städte New York, Peking und Moskau. Wir hatten noch andere Städte getestet, aber diese wieder verworfen. Die Idee dahinter ist, eine möglichst breite Palette an verschiedenen Orten anzubieten und nicht nur eine amerikanische Stadt der Zukunft mit futuristischen Gebäuden. Wie die anderen Konzeptzeichnungen ist auch dieses wieder ein Look-and-Feel-Konzept, um die Stimmung der Orte und ihrer Umgebung zu definieren. Ein weiteres Problem bei der Gestaltung von existierenden Städten ist, dass man sie nicht von Grund auf neu gestalten kann, sondern auch die Wahrzeichen, die bis ins 30. Jahrhundert überdauert haben, mit ins futuristische Stadtbild einbauen muss. Als nächstes werden wir damit beginnen, spezielle Orte in diesen Städten zu designen. Weiter geht es nun mit The Lost Generation, Episode 6, gelesen von Mera Luna, übersetzt von Diplomat und Wizard von www.star-citizen-hq.de. The Lost Generation, Episode 6. Tonya saß auf dem Pilotensitz. Steuern konnte sie ihr Schiff allerdings nicht. Es manövrierte sich selbst, während das System auf schnell durchlaufenden Monitorbildern Motor- und Energieeinstellungen protokollierte. Ein Punkt, der für sie sprach, war, dass Nagia und seine Wande auf dem Langstreckenscanner überhaupt nicht mehr zu sehen waren. Ein weiterer Pluspunkt war die Tatsache, dass Janus die Luftschleuse nicht geöffnet hatte und sie einfach in den Weltraum hinausfegte. Zumindest noch nicht. Für etwa 10 Minuten war es in der Freelancer absolut still. Sie wollte ihn nicht stören. Mit einem Mal beruhigten sich die Bildschirme und hörten auf, hektisch durchzulaufen. Ich habe die Konsolidierung meines geänderten Codes mit ihren Systemen nun abgeschlossen, sagte die digitalisierte Stimme über den Lautsprecher. Okay. Tonya war nicht sicher, was das bedeuten sollte. Ich bin nun auf dem aktuellen Informationsstand hinsichtlich der Fortschritte, die unsere Gesellschaft über die letzten 700 Jahre gemacht hat, sagte die Stimme aus einem anderen Lautsprecher. Unsere? Tonya beschloss, nicht allzu neugierig zu sein, nicht mit dem Luftschleusen-Szenario im Kopf. Ach ja, war alles, was sie hervorbrachte. Das aktuelle gesellschaftliche Klima innerhalb der UEE ist beunruhigend. Wir könnten vielleicht über Lösungen debattieren. Vielleicht später. Tonya wurde ein wenig mutiger. Ich nehme an, du weißt, dass ich nach der Artemis suche. Ja, ich bitte um Entschuldigung. Ich habe soeben eine 700-Jahre-Simulation zu Ende gebracht
und war lediglich auf der Suche nach gesunder Dialektik. Ein paar angespannte Sekunden vergingen. Wir können uns nun über die Artemis unterhalten. Was ist in der Simulation passiert? Bevor ich fortfahre, sollten Sie zur Kenntnis nehmen, dass ich meine simulationsbezogenen Antworten und Handlungen von denen das Original-Janus-Programm unterscheiden können. Ja, ich verstehe. Ich hatte immer noch versucht, mein sekundäres Ziel zu erreichen, als die Simulation endete. Passagierkapazität war 98%. Und was passierte mit den anderen 2%? Tonya hoffte, dass die Erklärung keine drohende AI oder Luftschleusen beinhaltete. Die Reparaturen im, wie sie es nennen, Stanton-System haben mich gezwungen, mehrere Mitglieder der Techniker-Crew zu wecken, um die Schäden zu beheben. Leider war das Umfeld auf dem Planeten zu gefährlich, um fortwährend Reparaturen zu ermöglichen. So mussten wir den Standort wechseln. Du bist zu einem anderen Planeten geflogen? Ja, zu welchem? Der Bildschirm direkt neben Tonya wechselte die Ansicht auf die NAV-Daten der Artemis-Simulation. Ausgehend von Janus-System führte eine Linie durch einen Bereich unbekannten Weltraums und stoppte schließlich in einem anderen System. Sie justierte eine aktuelle Sternkarte über die Position und vergrößerte die Anzeige. Die Karte zentrierte sich auf einen Planeten in einem bekannten System. Oso-System, flüsterte Tonya. Das Jagdfieber begann durch ihren Körper zu pulsieren. Grinsend übernahm Tonya die Steuerung, um einen Kurs einzugeben. Doch die Steuerung reagierte nicht. »Hey, Janus, kann ich jetzt fliegen?« Eine längere Pause folgte. »Nein.« Der UEE-Untersuchungsausschuss für Entwicklung und Expansion klassifizierte OSO als Entwicklungssystem. Das bedeutete eigentlich nur, dass auf einer der Welten Leben entdeckt worden war und es diesem gestattet wurde, sich in seinem eigenen Tempo ohne Störung von außerhalb zu entwickeln. Vor 100 Jahren rühmte sich die UEE noch, die Sicherheit aufrechterhalten zu wollen, um die Unverletzlichkeit dieses Systems zu gewährleisten. Ganze Geschwader an Kampfschiffen sollten patrouillieren und jeglichen Flugverkehr eskortieren. Nach der Synthword begannen die meisten dieser Ressourcen langsam zu versiegen und Reisebeschränkungen wurden zwar gelockert, durch Aktionen allzu knapp an Oso resultierten im besten Fall in einer Regretenaufschaltung, im schlimmsten Fall in totaler Zerstörung. Heutzutage schützt nur noch eine Handvoll zusammengewürfelter, ausgebrannter Militärpiloten das System. Tonya überlegte, ob sie bestochen werden könnten. All diese zweitklassigen Idioten, die frisch vom Kali-System hochgeholten Flottierchen verkauften, waren der Beweis dafür. Aber sie wusste einfach nicht, wie man Dinge dieser Art angehen sollte. Der Versuch, einen Agenten der Regierung zu bestechen, war kein Kavaliersdelikt. Und eine Anklage war sicher nicht so leicht abzuwenden. Sollte sie zu allem Unglück auf einen ehrlichen Agenten treffen. Und außerdem vermutete sie, dass sie sich das Bestechungsgeld sowieso nicht leisten konnte. Und keinesfalls wollte sie riskieren, Arlington oder seinen Assistenten zu kontaktieren. Tonya war von ihrem neuen Piloten zwar nicht unbedingt begeistert, aber so konnte sie die Zeit nutzen und einen Blick in ihr Archiv werfen. Möglicherweise waren irgendwelche ihrer alten Anmeldeinformationen oder Tags noch gültig. Sie war überrascht, wie sehr es sie traf, sich mit den vielen Institutionen und Forschungsgruppen, denen sie im Laufe der Jahre angehört hatte, auseinanderzusetzen. Die Artemis könnte der Schlüssel sein, um dieses düstere Kapitel ihres Lebens ein für alle Mal abzuschließen und die Dinge in normale Bahnen zu leiten. Das Leben dahin plätschern zu lassen, war gar nicht so schlecht. Es hatte sogar seine Vorteile. Aber ein kompletter Neuanfang? Vielleicht eine feste Anstellung bei einem Forschungsinstitut, wo man sie in Ruhe arbeiten lassen würde? Das war sogar noch besser. Wir sind angekommen, Tonya. Sie schloss das Archiv und blickte auf die 6 Planeten, die um einen lodernden weißen Stern kreisten. Das UEE-Militär hatte schwere Deep-Space-Plattformen an jeden der Sprungpunkte geschleppt,
während Jägerpatrouillen lose Formationen rund um das System flogen. Ihr Ziel, Ursus II. Der bewohnte Planet war das Epizentrum. Ein Transportschiff schob sich an der Beacon 2 vorbei und fiel in den Sprungpunkt. Die breite Scannerpalette ihres Schiffes erlaubte Tonya einen guten Blick auf Ursus II zu erhalten, noch lange bevor sie den Planeten passieren würde. Abgesehen von den gelegentlichen Patrouillen schien die UEE, was die Sicherheit betraf, zum Großteil auf Anti-Eindringlings-Scanner zu setzen. Dieses System bestand aus einer Anordnung von Scannerkugeln, die in stabilen Umlaufbahnen rund um den Planeten ausgesetzt worden waren. Die Kugeln würden den Planeten in einem sich ewig wiederholenden, vorprogrammierten Zyklus scannen, um festzustellen, ob irgendwelche Fremdkörper eingedrungen waren. Kannst du den Scan-Zyklus für das Netz identifizieren? Ich glaube schon. Während Janos an dem Zyklus arbeitete, begann Tonya, die Patrouillentätigkeiten zu verfolgen. Minuten später präsentierte Janos ein Rendering der Scan-Anordnung rund um Ursus II. Es war eine Welle, die kontinuierlich den Planeten umkreiste. Die durchschnittliche Zeit zwischen zwei Scans betrug rund 34 Minuten. Das war ihre Eintrittskarte. Ein perfektes Timing würde ihr ermöglichen, ihren Sinkflug hinter einer Scanwelle anzuschließen. Hoffentlich konnte sie einen guten Blick auf die Oberfläche des Planeten werfen, um Spuren der Artemis zu finden, um dann zu entscheiden, ob sie entweder landen oder sich zurückziehen würde, bevor der nächste Scan-Durchlauf stattfand. Hey, Janus, stelle die manuelle Kontrolle über das Schiff wieder her. Es gab eine lange Pause. Tonya, ich muss Sie daran erinnern, dass der Versuch, auf einem sich gerade entwickelnden Planeten zu landen, eine schwere Verletzung der UEE-Statuten, nur wenn man sich dabei erwischen lässt, gar nicht zu sprechen von dem Potenzial an irreparablen Schäden für die einheimischen Arten. Wir wollen doch nur einen kurzen Blick darauf werfen. Die Flugsteuerung begann wieder zu arbeiten. Nebenbei, wenn sie uns erwischen, behaupte ich einfach, dass du geflogen bist. Ich denke nicht, dass sie das glauben würden, Tonya. Du solltest detaillierte Scans von der Oberfläche machen. Verwende dabei die Metallproben aus den Artemis-Trümmern, um deine Scans zu intensivieren. Ich bin durchaus in der Lage, beide Funktionen gleichzeitig durchzuführen. Schließlich fliege ich bereits seit 700 Jahren ein Transportschiff. Die Beacon 2 näherte sich dem Planeten. Eine Rotte UEE-Hornets war vor mehreren Minuten vorbeipatrouilliert. Nun wartete Tonya auf ihr Stichwort. Jetzt, sagte Janus. Tonya brach hart von der vorgeschriebenen Fahrtroute weg und schoss auf den Planeten zu. Die Anordnung der kugelförmigen Scanner näherte sich schnell. Tonya hielt Kurs und Geschwindigkeit. Kurz bevor sie die Kugelbarriere durchbrach, startete eine neue Scanwelle. Die Beacon 2 tauchte in die Atmosphäre. Ohrenbetäubender Lärm umgab mit einem Mal das Schiff. Sie zog das Schiff wieder hoch, um in der oberen Atmosphäre zu bleiben, und schoss der Scanwelle folgend quer über den Himmel. Irgendwas? Ich würde Sie sofort informieren, wenn ich etwas gefunden hätte. Tonya überprüfte den Bildschirm mehrfach. Die Scanwelle zog weiter und verschwand hinter dem Horizont des Planeten. Wie lange noch bis zur nächsten Scanwelle? Fragte sie. Das Schiff geriet in einige schwere Turbulenzen. 21 Minuten. Tonya sah nach unten. Zwischen den Wolkenfetzen konnte sie gelegentliche Eindrücke der Welt unter sich einfangen. Meist schienen sich tropische Flussabschnitte mit tief smaragdgrünen Wäldern und massiven Bergketten abzuwechseln. Sie begann ihre Flugbahn in ein Zickzackmuster zu ändern, um einen breiten Scanbereich zu ermöglichen. 8 Minuten, mahnte Janus. Tonya war schrecklich nah an dem Punkt angekommen, an dem sich großer Erfolg oder völliges Versagen abzeichnete. Es würde 3 Minuten dauern, um aus dem Bereich der Scansphäre zu kommen, hingegen 5 Minuten, um zu landen. Sie könnte versuchen, durch die Atmosphäre durchzubrechen, um dann weiterzusuchen, wenn die Welle vorübergezogen war. Tonya war jedoch wenig optimistisch, dass sie das öfter wiederholen könnte
ohne von einer Patrouille entdeckt zu werden. »Ich habe etwas gefunden!« Janus zeigte Tonja ein schwaches Signal auf einer der bewaldeten Bergketten. Damit war die Entscheidung gefallen. Tonja tauchte nach unten weg. Der Rumpf wurde heftig durchgeschüttelt und Wolkenfetzen schossen vorbei. Regentropfen überzogen die Frontscheibe. 4 Minuten bis zur nächsten Scanwelle. Ich glaube nicht, dass wir genügend Zeit haben, um eine geeignete Landeposition zu finden. Vertraust du mir nicht, Janus? Tonja kämpfte schwer, um das Schiff unter Kontrolle zu halten. Unter diesen Schwerkraftbedingungen ihrer Flugbahn exakt unter Kontrolle zu halten, erwies sich als reinster Höllentrip. Ich revidiere meine Aussage. Sie werden das sicher schaffen. Tonja zog das Schiff hoch. Als sie durch die engen Schluchten der dampfenden Wälder manövrierte, war vom Regen allerdings keine Spur mehr zu sehen. Ihre Augen suchten die Landschaft nach einer geschützten Landeposition ab. »Eine Minute, Tonja!« Mit aller Macht knallte Tonja ein paar Mal die Schubumkehr rein, um schnell die Geschwindigkeit zu reduzieren und die Bacon 2 unter einem felsigen Vorhang zu schwingen. Begleitet von heftigen Gedröhnen der Schiffsmotoren wirbelten zahllose Steine und Äste hoch. Das Schiff setzte wahrscheinlich ein wenig härter auf, als es generell zu empfehlen war. Sobald die Bacon 2 den Boden berührte, schaltete Tonja die Motoren komplett aus. Nur wenige Nanosekunden, bevor die Scanwelle vorüberzog. »Das war nicht schlecht, stimmt's?« Tonja setzte sich wieder in ihren Pilotensitz. Die Motoren liefen noch ein wenig nach, bevor sie endlich zum völligen Stillstand kamen. »Ich enthalte mich jeglichen Kommentars.« Die Bäume waren dick. Hohe, gewundene Stämme erhoben sich gen Himmel und verflochten sich so dicht, dass die Sonne verdunkelte. Der Wald zischte vom aufsteigenden Dampf des Regens, der durch die Baumkrone sickerte. Seltsame, zirpende Geräusche hallten aus dem Blätterdach hoch über Tonja. Ihrem Scanner nach war die Artemis etwa 4 Kilometer entfernt. Tonjas neuer Schutzanzug hatte ein einfaches Exoskelett in das Design integriert, um den veränderten Schwerkraftbedingungen entgegenzuwirken. Doch selbst damit konnte sie die hohe Belastung ihres Körpers fühlen. Einfachste Bewegungen empfand sie als schwerfällig und mühsam, als sie durch das Unterholz trottete. Auf ihrem felsigen Weg nach oben musste Tonja mehrmals anhalten, um wieder zu Atem zu kommen. Seltsame, graue Würmer rutschten unter die nassen Blätter zu ihren Füßen, genossen das restliche Regenwasser und gruben sich ihren Weg zurück in den Boden. Ein Zweig knackte. Tonja erstarrte und drehte sich langsam um. Weiter den Berg hinunter und so wie sie selbst von den Effekten der Schwerkraft gezeichnet, stand ein Mensch. Zumindest basierend auf der Größe und dem Stil des Schutzanzuges war es ein Mensch, der den Anschein eines Handscanners folgte. Die durchsichtige Gesichtsabdeckung sah hoch direkt zu Tonja. »Du willst mich wohl verarschen«, stammelte Tonja undeutlich. Sehnsten starrte sie einen Moment verwundert an. Dann grinste er. »Na, da will ich aber verdammt sein.« Fortsetzung folgt. Kurz noch etwas in eigener Sache. Habt ihr Übersetzungen zu Geschichten aus dem Star Citizen-Universum, dann wäre es super, wenn ihr sie uns mailen könntet. Schreibt ihr selbst Fanfiction, schickt sie uns. Natürlich werdet ihr bei uns für alles, was ihr uns zukommen lasst, erwähnt. Habt ihr vielleicht ein Hörbuch zu Star Citizen gemacht oder Lust, eines zu machen? Meldet euch bei uns. Wollt ihr eure Gilde, euren Clan, eure Flotte oder euer Geschwader vorstellen? Mailt uns. Ihr habt eine Homepage oder ein Projekt zum Thema Star Citizen? Stellt sie bei uns vor. Habt ihr Lust, bei uns mitzumachen? Habt ihr Ideen, Wünsche, Verbesserungsvorschläge, Kritik? Immer her damit. Wir wollen unser Angebot ständig erweitern, also macht einfach mit. Unter der E-Mail-Adresse scnr@web.de könnt ihr Kontakt zu uns aufnehmen. Bis zum nächsten Mal, Sternenbürger. Hier war wieder euer Star Citizen News Radio. Bye, bye.